Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Folge 121, Autoimmunerkrankungen, funktionelle und ganzheitliche Behandlung. Dies ist eine Wiederholung, die Erstausstrahlung der Folge war am 3. Juni 2016. Mein Gast in dieser Folge ist Frau Dr. Simone Koch. Sie ist Ernährungsmedizinerin und Ärztin für Frauenheilkunde. Durch die schwere Asthmaerkrankung ihres Sohnes vertieft sie sich in das Feld der Autoimmunerkrankungen. Schnell merkt sie, dass sie ihr durch umfassende Recherche und Weiterbildung in funktioneller Medizin erworbenes Wissen stärker nutzen möchte und an andere Menschen weitergeben möchte. In ihrer Berliner Praxis setzt sie die Prinzipien der funktionellen Medizin ein. Ihren besonderen Schwerpunkt setzt sie auf Autoimmunerkrankungen und chronische Erschöpfung. Frau Dr. Koch spricht in diesem Interview über die sehr vielversprechenden Behandlungsansätze, die die funktionelle Medizin bietet. Ernährungsumstellung und Stressmanagement spielen eine wichtige Rolle. Frau Dr. Koch erklärt, welche Rolle der Darm und vor allem das Leaky Gut-Syndrom bei der Entstehung von Autoimmunerkrankungen hat und warum Betroffene unbedingt Zucker, Getreide und Gluten meiden sollten. Willst du mehr tolle Interviews mit Experten und Videos sehen, dann abonniere unseren YouTube-Kanal oder hol dir das Audio auf iTunes. Wenn du Fragen zu dieser Folge hast, dann hinterlass bitte einfach einen Kommentar unter dem Video. So viel dazu, jetzt aber viel Spaß mit dem Interview mit Dr. Simone. Ich möchte dir Brain Effect vorstellen. Brain Effect ist nicht irgendeine Supplement-Firma. Ich kenne den Gründer von Brain Effect, Fabian Völsch, schon einige Zeit und durfte auch miterleben, wie aus einem Startup in den letzten 5 Jahren eine der führenden Marken für hochwertige Performance-Food-Produkte geworden ist. Ziel von Brain Effect ist die Optimierung der mentalen Leistungsfähigkeit. Sie setzen auf höchste Qualität bei ihren Produkten und die Wirksamkeit der Inhaltsstoffe ist immer durch aktuelle Studien gestützt. 2020 und auch sicherlich noch 2021 stellt uns alle vor große Herausforderungen. Die äußeren Umstände lassen sich schwer durch uns verändern oder beeinflussen und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich auf die Aspekte fokussiert, auf die man Einfluss hat, die man mitbestimmen kann. Und da spielt neben Ernährung natürlich auch Schlaf- und Stressmanagement eine ganz wichtige Rolle. Ich habe für mich selber festgestellt, dass ich ganz besonders auf meinen Schlaf achten muss, um auch wirklich leistungsfähig zu sein. Du kennst es sicher, irgendwie man liegt im Bett, ist extrem müde und kann einfach nicht einschlafen, weil der Kopf nicht aufhört zu arbeiten. Und genau in solchen Fällen finde ich zum Beispiel das Sleep Spray von Brain Effect sehr hilfreich. Es enthält das natürliche Schlafhormon Melatonin. Das Angenehme an dem Sleep Spray ist, dass man eben keine Kapseln schlucken muss, sondern es direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen wird. Zusätzlich zu dem Sleep Spray erhältst du auch noch den digitalen Sleep Coach, der dich mit zahlreichen Tipps dabei unterstützt, noch schneller einzuschlafen. Und das Beste ist, exklusiv für Fans der Evolution Radio Show gibt es mit dem Code KETO20 20% Rabatt auf alles im Shop. Also schau auf brain-effekt.com und hol dir mit dem Rabattcode KETO20 20% auf deinen Einkauf. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Mein heutiger Gast ist Frau Dr. Simone Koch. Sie ist Ernährungsmedizinerin und Ärztin für Frauenheilkunde und in ihrer Berliner Praxis hat sie ihren Fokus auf funktionelle Medizin gelegt. Sie beschäftigt sich vor allem mit Autoimmunerkrankungen und chronischen Ermüdungssyndrom und ich freue mich ganz herzlich, dass ich dich heute begrüßen darf. Ich freue mich, hier zu sein. Liebe Simone, bevor wir jetzt ein bisschen über Autoimmunerkrankungen sprechen, vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuschauern ganz kurz sagen, was ist denn so dein Hintergrund und wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du dich jetzt darauf spezialisiert hast?
Ich bin ursprünglich Frauenärztin, also habe die Ausbildung zur, ja, den Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe gemacht und habe in der Ausbildung schon immer so ein bisschen so ein Unbefriedigungsgefühl gehabt, weil ganz oft, ja, also Frauenärzte werden auch ganz oft wie Allgemeinmediziner besucht und es wird halt dann erzählt, mir geht's nicht so gut und es ist irgendwie alles komisch und vieles hat sich für mich irgendwie ungut verändert und man schwimmt so ein bisschen. Also man sagt, ja, ich weiß auch nicht, wir machen mal ein Blutbild, was halt schon allein mal gar nichts taugt. Und da sieht man dann nichts und sagt man, ja, Sie sind gesund, gehen Sie mal zum Psychiater, so ungefähr. Und das hat mich, fand ich schon immer unglaublich unbefriedigend und habe mich da viel mit alternativen Sachen beschäftigt, sehr viel mit bioidentischer Hormonersatztherapie und habe halt da festgestellt, es gibt einfach auch noch ganz andere Wege und man kann sehr, sehr viel in der Richtung machen. Ja, und Richtung Autoimmunerkrankungen, ich habe meine Doktorarbeit über atopische Dermatitis und atopische Erkrankungen geschrieben und hatte halt von daher da viel mit zu tun. Und dann habe ich mein erstes Kind gekriegt und danach ging es mir furchtbar schlecht und mir konnte irgendwie keiner so richtig helfen und zwar auch so eine Nummer mit, naja, es ist psychisch und sie haben eine postpartale Depression und was weiß ich. Und dass ich in 14 Tagen über 10 Kilo Gewicht verloren habe und nur noch eine Stunde pro Nacht geschlafen habe und tachykard war und weiß nicht, das hat alles niemanden interessiert, ja. Solange bis ich mich selber mit einer Schilddrüsenerkrankung diagnostiziert habe. Und ja, das alles zusammen hat irgendwie so dazu geführt, dass ich mich sehr für Autoimmunerkrankungen interessiert habe, immer mehr und immer mehr. Und Ernährung war schon immer mein totales Steckenpferd. Also eigentlich seitdem ich denken kann, interessiere ich mich wahnsinnig für, woher kommt unser Essen, was gibt es so alles an verschiedenen Ernährungsformen. Ich habe schon als Jugendliche Bücher über Ernährung gelesen und immer über die neuesten Trends und keine Ahnung. Und habe auch alles schon irgendwie schon mal durch. Und von vegan bis Paleo quasi alle Extreme irgendwie schon mal gelebt. Und das ist hochgradig spannend. Und das ist so ein bisschen so mein Hintergrund. Und daraus hat sich mehr oder weniger ergeben. Also es haben dann halt viele Patienten immer gesagt, es wäre cool, wenn es jemanden gäbe, der sich wirklich damit mal ausschließlich beschäftigt hat. Und mir festgestellt, dass ein ganz hoher Bedarf an Ärzten ist, die mal Zeit haben zuzuhören. Weil die übliche Zeit sind halt 5 bis 10 Minuten beim Arzt. Und das war auch so einer der unbefriedigenden Teile meiner Arbeit, dass ich das Gefühl hatte, ich kann meinen Patienten überhaupt nicht gerecht werden. Ja. Deswegen habe ich mich entschieden, ich mache was anderes. Ich möchte meinem Patienten wirklich die Zeit geben, seine Geschichte zu erzählen und auch rauszufinden, was steht im Hintergrund, was ist ursächlich für die Erkrankung verantwortlich. Und dazu gehört eben mehr als, hallo, wie geht's Ihnen, was fehlt Ihnen, nehmen Sie dieses Medikament. Und das kann ich verstehen, dass das unbefriedigend ist. Ja. Und daraus ist die Idee entstanden und hat sich dann so weiterentwickelt und hat dann zu einer eigenen Praxis geführt und ist alles irgendwie so ein bisschen gewachsen und hat sich auch ein bisschen anders entwickelt, als ich das ursprünglich gedacht habe. Aber es macht mir sehr viel Spaß und ist für mich genau das Richtige. Super. Jetzt habe ich ja einleitend gesagt, dass du dich auf funktionelle Medizin auch stützt oder dass das ein Prinzip oder ein Arbeitsprinzip von dir ist. Was versteht man eigentlich unter funktioneller Medizin für die, die es eben noch nicht wissen? Die Idee bei der funktionellen Medizin ist, also Medizin funktioniert grundsätzlich in unserem System so, dass man Symptome behandelt. Also wenn jetzt jemand zum Arzt kommt und sagt, ich habe Kopfschmerzen, dann kriegt er Kopfschmerztabletten verschrieben. Relativ lange wird nicht geguckt, warum hat derjenige überhaupt Kopfschmerzen. Weil das können ja diverse Probleme sein. Entweder er hat Stress im Job oder er sitzt immer bescheuert und hat deswegen einen verspannten Nacken. Oder manchmal sind so ganz simple Sachen, schläft immer auf der rechten Seite auf seinem Arm oder so. Also wenn der Arzt mal, oder frühstückt jeden Morgen 7 Snickers. Das sind halt so Sachen, die mir durchaus schon begegnet sind. Und das sind echt, ja. Und das sind halt Sachen, da fragt kein Mensch nach. Also er kriegt dann Kopfschmerztabletten und dann ist gut. Und entweder es hilft oder es hilft nicht. Und nur wenn es nicht hilft, dann beginnt halt ein Weg, der oft aber sehr, sehr lang ist, bis dann irgendwann mal jemand fragt, was essen wir überhaupt? Oder so. Ja. Bis man dann mal dahin kommt, was vielleicht dafür ursächlich ist. Und die funktionelle Medizin greift das eben anders auf, dass man als Hintergrund immer die Frage steht, warum? Warum ist das so? Und was können wir machen, um die Ursache zu verändern und zu behandeln? Und das ist im Prinzip die Basis der funktionellen Medizin. Das bei der
Jetzt hast du ja eben die Autoimmunerkrankung und die Ernährung als deine Steckenpferde sozusagen. Und es, wenn man jetzt so an die klassische Behandlungsmöglichkeiten denkt bei Autoimmunerkrankungen, kommt ja jetzt Ernährung nicht so unbedingt vor. Was hat dich einerseits gebracht, eigentlich auch diesen Status quo zu hinterfragen? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen darauf eingehen, was jetzt Autoimmunerkrankung und Ernährung miteinander zu tun haben. Das ist halt auch, also das klassische Modell zur Behandlung der Autoimmunerkrankung ist im Prinzip, wir haben keine wirkliche Behandlung. Also es gibt einige wenige Erkrankungen, wo man das Organ behandeln kann, was geschädigt wurde, wie zum Beispiel bei der Hashimoto-Thyreoiditis. Man ersetzt dann eben die Schilddrüsenhormone. Das ist aber keine Behandlung der Ursache der Erkrankung. Und es gibt viele Autoimmunerkrankungen, für die wir überhaupt keine Behandlung haben. Und dann ist die Idee, okay, das Immunsystem funktioniert nicht richtig, das greift den Körper an, also unterdrücken wir das Immunsystem. Mit dem Erfolg, dass es den Menschen dadurch nicht unbedingt besser geht. Also ich habe auch Patienten, die sagen, ich soll hier jetzt Medikament XY nehmen. Die Nebenwirkungen, die da drin stehen, sind genau die Probleme, die ich sonst auch habe. Das kann doch nicht das Richtige sein. Echt? Und das ist halt genau der Punkt. Also ich soll gegen meine chronische Erschöpfung, gegen meine Schwäche, gegen meinen Brain Fog, gegen meine Wortfindungsstörung, soll ich ein Medikament nehmen, was all diese Punkte als Nebenwirkung aufgeführt hat. Und das funktioniert halt tatsächlich auch dann meistens nicht. In wenigen Fällen ja, aber in den meisten Fällen wird es nicht wirklich besser. Mhm. Und ist damit sowohl für den Patienten als auch für den Arzt extrem unbefriedigend. Und mehr hat die Schulmedizin zur Autoimmunerkrankung weitestgehend nicht zu bieten. Also sind halt, man versucht einen Status quo zu erreichen, wo die Erkrankung gerade so im Schach gehalten wird und der Mensch sich halbwegs gut fühlt. Aber viel mehr kriegen wir da eben nicht hin. Die Idee mit der Ernährung, also das ist viel, dass der Ursprung von Autoimmunerkrankungen viel aus dem Darm kommt und darüber, dass über den Darm, der nicht so funktioniert, wie er soll, Fremdproteine in den Körper einkommen, die das überreaktive Autoimmunsystem immer wieder triggern und immer wieder in Alarmbereitschaft bringen. Also normalerweise ist halt unser Immunsystem, also wenn das jetzt bei dem Gesunden ist, dann kommt halt da mal so ein, keine Ahnung, Milchprotein vorbei und dann sind sie, ja, der schon wieder, naja, lass ihn laufen, der ist unharmlos. Und das überreaktive Immunsystem, das sagt dann so, ein Feind, Angriff, Leute, kommt alle sofort her. Und dann kommen halt wirklich auch alle und es wird immer wieder angetriggert. Und das ist eine Idee der funktionellen Medizin, wie Autoimmunerkrankungen immer wieder hochgetriggert werden. So Schübe durchlaufen. Und deswegen ist eben Ernährung da ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man herausfindet, also erstmal, dass man sich den Darm anguckt und da entsprechend was macht und das andere, dass man sich anguckt, was ist für diese spezielle Person eventuell in der Ernährung ein Trigger, die wir behandeln können. Und gibt es da sozusagen ein paar allgemein gültige oder ein paar allgemeine Verdächtige, die immer wieder so Probleme machen? Ja, es gibt halt also die häufigsten Verdächtigen, also ganz oben auf der Liste ist Gluten. Das liegt einfach daran, weil Gluten für den Menschen grundsätzlich unverdaulich ist. Also es ist egal, ob ich gesund bin oder nicht, ist für den Menschen immer unverdaulich. Und das führt dazu, und bestimmte Teile des Glutens können, wenn sie die Darmwand erreichen, direkt Zerstörungen an der Darmwand auslösen, die dazu führen, dass dann fremde Proteine entweder direkt aus dem Gluten oder aus anderen Stoffen in den Körper reingehen. Und das ist eben für Autoimmunerkrankte problematisch. Das heißt, Gluten ist immer verdächtig. Zweites sind Milchproteine, also aus der Milch. Dann Mais, Soja, Zucker, wobei das also nicht direkt ist, das hat andere Gründe, aber und Erdnuss, das sind die häufigsten Trigger. Also das sind so grundsätzlich Verdächte, die man dann erstmal rauswirft und dann gibt es halt noch eine ganze Menge andere Stoffe, die dann entsprechend da reinkommen. Und es ist aber auch da, ist mir immer ganz wichtig, das muss nicht unbedingt für jeden gelten. Also es gibt bestimmte Punkte, die sind für Menschen relevant. Also zum Beispiel bei den Milchprodukten geht man zumindest von wissenschaftlicher Sicht ist aus ungefähr von einer Rate von 50%, die auf die aufs Casein, also auf die Milchprodukte reagieren. Das ist halt eine sehr hohe Rate, deswegen sich so die erstmal bei jedem rauszuwerfen. Aber es kann eben auch sein, man gehört zu der anderen Hälfte. Ja, und Gluten wahrscheinlich ist auch so ein... Ja, Gluten ist halt so ein bisschen tricky, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, dadurch, dass es eben immer nicht verdaut wird und immer Löcher in den Darm fliegen kann, ist es halt grundsätzlich eher problematisch. Also wenn der Darm wieder völlig in Ordnung kann man eventuell bei einigen wenigen Gluten wieder einführen. Ich würde aber, wenn ich unter einer Autoimmunerkrankung leide, Gluten nach Möglichkeit wirklich vollständig. Ja, ja.
Ist das, ich habe mal gelesen, dass, also weil du eben den Darm angesprochen hast, dass dieses, also das Leaky Gut-Syndrom, diese gestörte Barrierefunktion des Darms, dass das ganz, ganz häufig mit Autoimmunerkrankungen assoziiert ist. Siehst du das auch, oder? Genau, also das ist halt diese Idee, dass der Darm nicht in Ordnung ist, also dass im Deutschen sind es Darmpermeabilitätsstörungen, der englische Begriff ist Leaky Gut oder Leaky Gut Syndrome. Ja. Das ist halt was, was ja auch ganz viel in den Medien überall unterwegs ist. Ja. Und wir wissen nicht ganz genau, wo Huhn und wo Ei sind. Was man halt, wenn man die Leute untersucht, was immer findet, ist, dass die Immunabwehrfaktoren des Darms geschädigt sind. Zum einen das sekretorische IgA, das ist so ein Abwehrprotein, was unsere Darmschleimhaut schützt, und das andere ist Beta-Defensin, das ist eine angeborene Abwehreinheit am Darm, und beides ist fast immer bei Autoimmunerkrankungen nicht in Ordnung. Und das Beta-Defensin ist angeboren, also es scheint eine angeborene Komponente zu sein. Bekannt ist das für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, also chronisch entzündliche Darmerkrankungen. In der Praxis, also in meiner Praxistätigkeit, ist mir aber auch gefallen, dass es für alle gibt. Also auch Hashimoto erkrankt, haben fast immer eine Störung des Beta-Defensins. Und es scheint also eine wichtige Komponente dann eben für die Entwicklung der Autoimmunerkrankung zu sein, dass der Darm nicht so funktioniert wie beim Gesunden. Wie kann man das messen? Im Stuhl. Das sind Stuhltests, wo die, der Gehalt an diesem Protein gemessen wird. Kann das, also wenn man jetzt zum Beispiel nicht das Glück hat, so eine wissende und aufgeschlossene Ärztin zu haben wie dich, gibt's da nur spezielle Laboreinrichtungen, die sowas machen, oder kann man das auch selber beantragen? Also man kann das selber machen. Der Nachteil, wenn man es nicht beim Arzt macht, ist immer, dass man 20% Mehrwertsteuer zahlt. Die zahlt man nicht, wenn man es in einer ärztlichen Behandlung macht. Aber ansonsten kann man sowas auch selber machen. Und es gibt halt inzwischen in Deutschland, glaube ich, 3, 4 oder 5 spezialisierte Labors, die diese Tests anbieten. Ja, das ist wichtig, halt da immer, dass an sich ist noch kein, also wenn man das hat, hat man ein Risiko, und da muss man eben immer für sich selber abschätzen, ist mir das das wert genug, mein Leben zu ändern, oder warte ich, bis ich wirklich was hab, bis ich mich, bis ich mich ändere. Ja. Ja, das sollte man vielleicht nicht so drauf ankommen lassen. Das würde ich auch so sehen, ist aber, halt, ja, muss jedem, ist jedem selber überlassen, wie er das sehen möchte, und was man wie für wie wichtig hält und wie sehr man sich einschränken mag. Ja. In dem Zusammenhang eben Autoimmunerkrankungen hat mich ganz besonders oft, also beeindruckt, die Terry Walls, ich meine, die ist dir sicherlich auch ein Begriff. Das fand ich wirklich toll, also wie die das umgesetzt hat und was die auch. Verwendest du sozusagen so ähnliche Ansätze wie sie, oder? Zum Teil. Also mir ist ganz, ganz wichtig die Individualität jedes Menschen, weil Terry Walls ist sehr, sehr groß, das darf man nicht vergessen, ist eine sehr beeindruckende Frau, die einen ganz speziellen Energieumsatz hat. Sie wohnt sehr nördlich, sehr viel draußen, also sehr viel Kälte und auch kalte Klima ausgesetzt, und hat durch einen sehr, sehr hohen Kalorienumsatz, wodurch das, was sie so isst und so, ganz anders zu beurteilen ist, als bei einer 1,55 großen Frau, die sich irgendwie nur indoor aufhält und sich irgendwie gar nicht bewegt. Und das sind einfach so Sachen, wo ich es wichtig finde, das individuell anzugehen. Ganz klar. Grundsätzlich finde ich das, was sie gemacht hat, super, und ich benutze ähnliche Konzepte. Bin aber jetzt, also zum Beispiel Terry Walls, das ganze Prinzip ist ja sehr auch auf ketogene Ernährung ausgerichtet, und das ist was, wo ich denke, dass das bei Weitem nicht für jeden geeignet ist. Ja, ich glaube, sie hat auch so mehrere Stufen. Genau. Stufen, aber nach Möglichkeit, wenn es nach ihr geht, soll man bei der Endstufe anlangen. Genau. Das ist meiner Meinung nach nicht für jeden das Richtige. Das siehst du. Hast du andere Erfahrungen auch gemacht? Und ich habe halt auch gemerkt, dass das auch für einige katastrophal sein kann, sich das anzuhalten. Und deswegen finde ich das wichtig, das Individuum zu betrachten und zu gucken, was passt für wen. Und das ist auch das, was ich denke, was meine Arbeit auszeichnet. Ja. Weil, also sich ein Buch kaufen, wo eben relativ genau beschrieben ist und auch sehr gut beschrieben ist, wie soll ich vorgehen, das kann auch jeder für sich alleine. Ja, aber man ist ja doch, ich meine, jetzt ist ja die Diagnose schon sehr dramatisch oder traumatisierend für die Person, und man ist ja auch sehr verunsichert als Patient oder Patientin. Und da ist es schon nochmal was anderes, wenn man vielleicht eine Ärztin hat wie dich, die
einen da betreuen kann, unterstützen kann und man weiß, dass das, ja, okay, dass einem das nicht mehr schadet. Auf jeden Fall, ja, ja klar. Also das eine ist die Begleitung und das andere ist für mich immer, was für mich ganz, ganz wichtig ist in meiner Arbeit, dass ich der Meinung bin, dass es einen ganz großen Unterschied macht, aus welcher Ethnie komme ich, wie lebe ich, wie ist mein Lebensstil, wie habe ich mich vorher ernährt, welchen evolutionären Hintergrund habe ich, ja, und so weiter. Also man, ich glaube, um jemandem wirklich helfen zu können, muss man immer die ganze Geschichte betrachten. Ja, ja. Könnte jetzt, nur weil es mir gerade so in den Sinn kommt und mich so interessiert, könnte jemand, der jetzt nicht in Berlin wohnt, also irgendwie trotzdem deine Hilfe in Anspruch nehmen? Also natürlich, dass man sicherlich mal vor Ort ist, aber würdest du auch so Gespräche per Skype machen, ja, oder sowas? Also ich arbeite auch von Ferne. Das ist etwas, okay, was wir quasi so ein bisschen auf den deutschen Markt eingebracht haben. Also in Amerika, ja, ist das gang und gäbe und eben, kommt halt auch, ja, immer mehr und ist inzwischen auch, dass es auch offiziell, also das ist, die Dermatologen machen das ganz viel, man schickt denen einfach ein Bild, was habe ich, und schicken zurück das und das. Da gibt es sogar eine App für, wo man dann halt Preis XY zahlt, dass man nur ein Foto bewertet kriegt. Ja, und ja, so bieten wir das halt auch an per Skype. Ganz, ganz viel kann man wirklich gut auf Ferne machen, was natürlich auf Ferne nicht geht, sind Blutkontrollen. Das ist schwierig. Klar. Das können wir noch nicht. Ja, aber es ist ja doch einfach vielleicht nicht für jeden einfach möglich, man einmal nach Berlin zu fahren für ein erstes Kennenlernen. Es meist sollte drin sein, aber oft ist es ja nicht für jeden möglich, jetzt öfters nach Berlin zu fahren, sei es jetzt finanziell oder beruflich oder sonstige Gründe. Das ist halt deswegen das Tolle an der modernen Technik. Also so wie wir jetzt miteinander reden, inzwischen ist es HD und es ist so klar, dass man auch fast das Gefühl hat, derjenige sitzt einem echt gegenüber. Genau. Und das macht keinen großen Unterschied, weil in der Arbeit, die ich mache, vor allem das Sprechen unglaublich wichtig ist. Also, und Blickdiagnosen, also viel macht man über, deswegen ist es mir wichtig, die Leute zu sehen, und das macht Skype inzwischen halt auch. Und dank HD kann man auch sehen, hat derjenige Augenringe, komische Pigmentflecken, keine Ahnung. Und das hat viel verändert und ist, glaube ich, ein Zweig, der mehr und mehr kommen wird. Das ist, ich denke auch, und super, dass du da auch in dem Bereich so fortschrittlich bist wie in deiner medizinischen Herangehensweise. Für alle, die dich gerne mal einfach mal so persönlich kennenlernen wollen, da gibt's ja jetzt dann im August die Möglichkeit bei der Paleo Convention. Du wirst einen Vortrag halten eben über Autoimmunerkrankungen und Ernährung. Also da bin ich schon sehr gespannt, und das ist die Gelegenheit, eine richtige Expertin auf dem Gebiet einmal, vielleicht sogar dann auch einmal zu sehen natürlich, und vielleicht dann sicherlich auch die Möglichkeit für die eine oder andere Frage wird es dort sicherlich geben. Also diese Gelegenheit sollte man sich, glaube ich, nicht entgehen lassen. Ja, und insgesamt, also ich war ja beim letzten Mal schon dabei, das ist eine ganz großartige Atmosphäre, und wer irgendwie die Möglichkeit hat, sollte sich das nicht entgehen lassen. Das ist unbedingt eine Veranstaltung. Unbedingt. Mehr über dich, über deine Arbeit und auch dein Angebot kann man auf deiner Webseite natürlich erfahren. Du hast www.drkoch.de. Genau. Wir werden natürlich eben in den Shownotes auch verlinken, ist eh ganz klar. Und es gibt eine Newsletter, wo sich jeder gerne anmelden kann für neue Updates. Was schreibst du da so, oder was gibt's da so für Informationen? Also ich würde gerne möglichst regelmäßig was zu auch wissenschaftlichen Themen im Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen schreiben und mit Ernährung und so weiter. Tatsächlich ist es eher ein bisschen unregelmäßig aus zeitlichen Gründen. Ich schreibe viel Rezepte im Blog, also weil ich halt auch leidenschaftlich gerne koche und versuche da halt, weil die häufigste Frage, die mir gestellt wird, ist, was soll ich denn jetzt noch essen? Und das versuche ich halt so ein bisschen aufzuschreiben und den Leuten da zu helfen. Das ist viel, und ansonsten einfach Dinge, die wir interessant finden, die wir vor allen Dingen für Leute mit Autoimmunerkrankungen hilfreich und spannend finden. Ja, also dann unbedingt auf die Website schauen, für die Newsletter anmelden und natürlich für die Paleo Convention anmelden und Frau Dr. Koch und mich dort
persönlich kennenlernen und wir freuen uns alle, einfach herkommen, Hallo sagen, niemand beißt von uns und keine Hemmungen haben. Liebe Simone, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das nette Interview. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich, wenn wir uns dann ganz, ganz persönlich kennenlernen auf der Paleo Convention. Und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich hoffe, es war spannend für euch, es war wieder was dabei. Wenn du jemanden kennst, der vielleicht an einer Autoimmunerkrankung leidet oder jemand sonst in der Familie hat, dann teil doch diese Folge. Es ist wichtige Information, die raus muss und vielleicht ist der eine oder andere dankbar dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal.